Spillover, meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter Seuchen mit Tigro Goto und Sabine Glöde. Hervorragend. Ja, die Frage, oder frag am besten nochmal. Ich wollte wissen, wie geht es dir heute? Diese Frage, die stellt mir zuweilen ja auch mein Mitbewohner. Also er stellt sie mir eigentlich jeden Tag. Und es ist immer schwierig, diese Frage zu beantworten, weil eigentlich kann man das ja selber gar nicht sagen. Das können ja eigentlich eher Außenstehende beurteilen, weil ich kann ja nur spekulieren. Ich kann ja aus mir selber nicht raus. Vielleicht kann man die Frage auch in zwei Fragen aufteilen. Einmal, wie ist die Lage? Und dann, wie ist die Stimmung? Weil die beiden Fragen könnte ich durchaus beantworten. Wie es mir geht, könnte ich nicht sagen. Mir ging es eigentlich eher darum, geht es dir wieder besser? Fühlst du dich gut? Was macht die Aufnahmefähigkeit? Konzentration? Da kann ich sagen, ist letzte Woche, die ganze Woche über beeindruckend, überraschend gut gewesen. Ich war sehr produktiv. Ich habe viel arbeiten können, habe viel geschafft, habe mich auch mal deutlich besser gefühlt und war ganz glücklich. Bis dann ich mir gestern Abend einen Kaffee gemacht habe. Oha. Und natürlich lag hier alles voll so. Und meine schöne Arbeit vor mir von der Woche. Und das Ding fällt mir um und gießt drauf und natürlich Tinte alles weg. Oh Gott. Es hat natürlich auch viel Geld gekostet, weil viele Sachen sind kaputt gegangen. Allein dieses Buch, das ist von Graf ein Buch, das kostet allein 35 Euro. Aber das ist nicht so schlimm wie die verlorene Arbeit. Ja, natürlich. Materielle Dinge können ersetzt werden. Geistige Arbeit ist natürlich unersetzlich. Das hier ist mein Gehirn. Wenn das kaputt ist, dann ist es so, als würdest du mein Gehirn unter Elektroschock setzen. So fühlt sich das auch ungefähr an. Und in der Woche natürlich auch nicht gesichert in elektronischer Form. Wenn ich fertig bin, dann übertrage ich in den Computer. Und im Computer wird natürlich alles tausendmal gesichert. Aber du warst noch nicht fertig. Ich kann ja nicht nach jeder Passage immer gleich abschreiben. Das wäre viel zu viel Unterbrechung. Je länger ich am Stück mich konzentriere und durcharbeite, desto besser werden halt die Ergebnisse auch. Kohärenter auf jeden Fall, ja. Und da habe ich dann natürlich in meiner Frustration und Unzufriedenheit, mir erstmal nochmal einen Kaffee gemacht. Und dann habe ich mir natürlich wieder die Nacht um die Ohren geschlagen, um noch wenigstens ein bisschen was zu kompensieren. Und heute fühle ich mich kotzelend. Im Übrigen ist die Lage aber ganz gut. Mit Arbeit und so, Gagen kommen, Honorare, läuft ganz gut finanziell, sodass ich dann auch mal wieder ein bisschen mehr Raum mir nehmen kann. Für zum Beispiel die Arbeit über das Bewusstsein, ist ja schon oft klar geworden, immer wieder, aber da nochmal jetzt ganz besonders. Wir leben ja in einer Zeit, da ist das Bedürfnis nach Fake, Fiktion, durchaus ausgeprägt. Also es ist durchaus wahrnehmbar, es ist vorhanden, es ist nicht nur in der Unterhaltungsindustrie, sondern auch darüber hinaus. Dreht es seine Runden und schlägt Wogen. Und da ist mir nochmal klar geworden, die schier unglaublichsten Sachen, die mir immer wieder die Sprache verschlagen, begegnen mir in Studien. Wenn ich die durcharbeite, das sind wirklich unglaubliche Sachen, die das diametrale Gegenteil von dem darstellen, was so Otto Normalverbraucher dafür hält und glaubt. Und das ist ja immer wieder beeindruckend, wirklich bemerkenswert, dass die Hard Sciences sozusagen, also das am ehesten gesicherte Wissen, das wir haben können methodisch, dass das zu den unglaublichsten Schlüssen kommt, was man nicht für möglich gehalten hätte. Es ist wie ein Rausch. Wissenschaft kann sehr faszinierend sein, ja. Es gibt ja so dieses Klischee, ach ja, diese ganzen komplizierten Sachen und so, das ist doch langweilig und ich lese irgendwie lieber Zeitungen und Zeitschriften und Schlagzeilen mit diesen tollen Überschriften, was ich ja wirklich unglaublich langweilig finde. Das haben wir, glaube ich, schon mal geredet auch, ne? Also die Überschriften, die machen halt immer Lust und der Text hat null Substanz, das ist immer langweilig. Und bei Studien ist es genau umgekehrt. Überschrift ist geschraubte, komplizierte Formulierung. Man weiß gar nicht, was meinen die jetzt eigentlich. Muss man erstmal das abstrakt lesen und wissen, was die eigentlich meinen. Die sind super gut verdichtet in der Regel. Und da geht's dann schon los. Da nehme ich mir dann auch vorher, gut, ich habe jetzt 20 Studien, da kann ich nicht jede durcharbeiten. Da lese ich mal nur die Abstrakte erstmal durch und gucke dann, was wichtig ist. Aber ich muss dann ganz oft sofort mit der Einleitung weitermachen und kann dann nicht mehr aufhören. Ist wie oder manchmal sogar noch besser als jeder Roman.
Ich habe übrigens auch nochmal so parallel, weil, ach, das finde ich einfach so fasziniert, das Thema, ein Essay angefangen. Das kommt jetzt nicht in das Buch, es kommt irgendwie in die vermischten Schriften rein. Über Genderismus. Da wollte ich dann nochmal genau gucken und das dann auch nochmal mit den Zahlen abgleichen, weil ich habe da halt auch so viel soziologische Einblicke nochmal genommen, um mal zu gucken, wie sind denn die aktuellen Zahlen mit der Diskriminierung. Ja. Die valideste Studie, das ist ja die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die die durchführt. Da gibt es ja Diskriminierung aufgrund verschiedener Dinge am Arbeitsplatz. Mhm. Also zum Beispiel Religion, ne, ist häufig. Ja. Ethnie oder Herkunft, Geschlecht natürlich, Alter auch. Ja. Und sexuelle Orientierung ist ja nochmal was anderes. Oder geschlechtliche Identität, muss man ja unterscheiden zwischen Geschlecht, ne? Mann, Frau, oder ist es jetzt eine bestimmte sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung? Mhm. Menschen sind homosexuell oder transgender oder so. Und wenn man so guckt, was in Medien diskutiert wird und wieder auch die Größenverhältnisse suggeriert werden, es spiegelt nicht ganz das wider, was die tatsächlichen Zahlen sind, also die validen Zahlen, die vom Bund erhobenen Zahlen, die wirklich frei von jedem Verdacht sind, irgendwie tendenziös zu sein. Naja, auf jeden Fall, da fand ich interessant, dass der häufigste Grund für Diskriminierung am Arbeitsplatz nicht das Geschlecht ist, sondern das Alter. 15% haben aufgrund ihres Alters schon Diskriminierung erfahren. 15%. Per se ist es natürlich jetzt nicht beeindruckend. Natürlich würde man ja auch meinen, so, ne, dass da oft Diskriminierung, aber dass das so viel mehr ist als alle anderen. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Mann oder Frau, aufgrund der Religion und aufgrund der Herkunft bzw. Ethnie ist gleich viel. Das sind um die 9% in allen drei Fällen. Und was ich in dem Zusammenhang nochmal beeindruckend fand, also gut, wir haben ja so diesen Alltagsrassismus ja immer noch viel und dass man sozusagen dieses quasi rassistische aufgrund der Ethnie viel Diskriminierung da am Arbeitsplatz gibt und dass es nicht unbedingt weniger sein muss als jetzt zum Beispiel aufgrund des Geschlechts, ist jetzt, wenn man länger drüber nachdenkt, nicht so kontraintuitiv, aber trotzdem erstmal bemerkenswert. Und aufgrund von Behinderungen, körperlichen Einschränkungen, 8%, das heißt nur 1% weniger. Das fand ich schon krass, dass wir im Grunde in dieser Hinsicht 4 Probleme haben. Und dann fand ich nochmal in Bezug auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts beeindruckend, ich verlinke die Studie in den Shownotes, aufgrund von sexueller Orientierung, also Transgender, homosexuell, alles mögliche in diese Richtung. Es gibt ja ganz viele diverse Formen, Ausprägungen. Wie hoch da der Prozentteil ist? Was meinst du? Ich würde fast sagen, noch geringer. Ja. 5%, um die 5%. Das fand ich beeindruckend. Insofern, wenn man die öffentliche Debatte verfolgt, erregt das ja viel mehr soziale Aggression. Es gibt da viel mehr Leute, die da mit einem Affekt reagieren und sagen, das ist komisch. Ne? Wenn ein Mensch Frau oder Mann ist, würde man doch so meinen, also für mich ist das jetzt erstmal nicht so auffallend, herausstechend. Das ist eher etwas, was ich gar nicht so vordergründig wahrnehme. Ne? Ich nehme mal den Menschen wahr, aber das sticht nicht so heraus. Aber wenn jetzt jemand Transgender ist und sich auch entsprechend so anzieht, wie es nicht Klischee ist, dann sticht das ja auch mehr heraus. Also das wäre dann wiederum vielleicht eine mögliche Antwort. Es kommt seltener vor. Deswegen sind es weniger Leute. Mhm. Man müsste das ja dann nochmal aufs Verhältnis umrechnen. Ja, überleg mal, wenn du die Zahlen jetzt zusammenzählst, altersdiskriminiert, Ethnie, Geschlecht, Religion diskriminiert, wegen einer Behinderung diskriminiert oder wegen der sexuellen Orientierung, dann bist du ja schon bei über 50% in Summe. Auch Befragte geben, die in eine Schnittmenge geraten. Aber das zeigt ja schon, dass Diskriminierung auf jeden Fall wichtig ist, das zu erkennen, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie Diskriminierung vermeiden. Gerade wenn es darum geht, Alltagsdiskriminierung mit den Schultern abzuzucken. Nein, es ist wichtig, es anzusprechen, darauf aufzupassen und sich auch immer wieder selbst zu überprüfen, wo falle ich in ein tradiertes Schema und bin unsensibel gegenüber meinem Gegenüber. Ich habe übrigens auch nochmal die Wortgeschichte des Bedeutungswandel der Bezeichnung Fräulein angeschaut, weil mich das überrascht hat, dass das ja so negativ konnotiert ist heute und auch als diskriminierend gilt, weil ich das gar nicht als diskriminierend empfunden habe. Und da ist es tatsächlich so, dass Fräulein ist erst im 20. Jahrhundert zum diskriminierenden Begriff geworden. Das war ursprünglich mit einer ganz anderen Semantik behaftet. Mhm. Aber was ich auch in dem Zusammenhang mit den Zahlen beeindruckend fand,
Männer sind in vielen ja auch durchaus problematisch. In der Regel ist es ja so, dass Männer Frauen nicht diskriminieren, weil in der Regel diskriminieren Männer nicht. Interessante Hypothese. Der weit überwiegende Teil der Gewalttäter, die Straftaten verüben und auch Menschen umbringen, sind Männer. Es ist aber natürlich gleichzeitig nicht so, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung oder auch nur der Männer Gewalttäter sind, sondern das ist nur ein kleiner Teil der männlichen und auch der Bevölkerung insgesamt, die gewalttätig sind und Menschen umbringen. Aber dass von den Opfern dieser männlichen Mörder und Gewalttäter wiederum 80% Männer sind. Was ich auch beeindruckend finde, dass Männer nicht nur ein feindseligeres Verhalten pflegen, sondern dass sie auch generell mehr Feindseligkeit gegenüber dem männlichen Geschlecht pflegen als das weibliche offenbar. Und diese Einschätzung, da gab es dann auch nochmal eine eigene Studie zu, ob man Männer eher sympathisch findet oder als sympathisch einschätzt und Frauen. Da ist es so, dass sowohl Frauen als auch Männer häufiger Frauen oder das weibliche Geschlecht als sympathischer einschätzen als das männliche. Mhm. Diese düstere Seite, wo Männer Frauen diskriminieren, wie jetzt zum Beispiel im Arbeitsplatz, haben wir schon viel drüber geredet, da gibt's genauso umgekehrt, dass dieses Wohlwollen gegenüber Frauen von Männern häufiger den Frauen entgegengesetzt wird als den Männern. Und dann hatte ich jetzt zum Schluss nochmal eine sehr valide Studie, die ich mir schon genau angeschaut habe, weil ich konnte es wirklich nicht glauben. Und zwar ist das etwas, das ist dieser Begriff, den hatte ich ganz vergessen, aber den gibt es ja auch, der positiven Diskriminierung. Mhm. Und die positive Diskriminierung, die wir jetzt vielleicht beispielsweise haben, wenn Männer besser bezahlt werden systematisch als Frauen, das wäre eine positive Diskriminierung von Männern, aber es gibt auch eine positive Diskriminierung von Frauen. Und zwar gibt es eine extreme positive Diskriminierung von Frauen an der Universität, wenn es um Professuren geht. Und zwar werden bei gleicher Arbeitsleistung Frauen gegenüber Männern zu 40% bevorzugt für Professorenstellen. Oha. Also du bekommst zu 40% eher eine Professorenstelle bei gleicher Arbeitsleistung. In der Blindstudie oder geht es da vielleicht auch mit ein, dass Frauenquoten ein Thema sind? Nee, es geht nicht um Frauenquote. Es geht um eine valide, seriöse Studie, die einem natürlich den Klischees nach wahrscheinlich nicht in den Kram passt oder passen muss oder passen mag. Aber das ändert nichts an den Fakten. Also es ist eine sehr seriöse Studie gewesen. Ich verlinke die nochmal. Kannst du dir dann auch nochmal anschauen. Aber die Erklärung, die da gegeben worden ist, ist, dass im Universitätsbereich es eher vorkommt, dass Männer nicht so viel Wert auf akademischen Rang legen und dass Männer einen viel höheren Anteil an wissenschaftlichen Publikationen haben. Also die veröffentlichen viel mehr, besonders in der Anfangszeit ihrer Karriere, und achten offenbar mehr darauf, wohingegen Frauen viel mehr auf diese Ränge aussehen, was mich sehr überrascht hat, weil in anderen Bereichen ist das beispielsweise nicht so. Also im wirtschaftlichen Bereich ist es eher so, dass Männer beispielsweise, gibt es auch eine Studie zu, häufiger eine Gehaltserhöhung einfordern als Frauen. Ja. Es ist nicht nur so, dass sie häufiger besser bezahlt werden, sondern sie fordern auch häufiger eine Gehaltserhöhung ein und bekommen sie dann auch, während Frauen sie seltener einfordern und sie daher dann auch nicht bekommen. Auch schon beim Einstiegsgehalt, ja. Genau, also es gibt ja einmal diese systematische Schieflage, dass Frauen systematisch traditionell generell ein geringeres Gehalt bekommen als Männer. Aber diese Ungleichheit der Bezahlung wird nochmal dadurch verstärkt, dass Frauen generell seltener als Männer höheres Gehalt einfordern. Den Wert ihrer eigenen Arbeit, ja. Also den finanziellen Wert. Nicht die Leistung, sondern wirklich den finanziellen Wert, was Gehaltsverhandlungen und Ähnliches geht. Die Leistung ist ja in der Regel so ungefähr dieselbe. Plus, minus. Mhm. Es ist bloß so, dass Männer sich generell besser einschätzen. Oder besser verkaufen, ja. Das ist eine psychologische Tendenz, die bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Es wäre natürlich auch nicht wissenschaftlich, da stehen zu bleiben und nicht zu fragen, warum ist das so? Warum fordern Frauen das seltener ein? Ja. Das hat wiederum ganz viel, und da gibt es dann auch wieder valide soziologische Studien zu, mit den Frauenbildern zu tun und dem, was man Frauen und Männern vermittelt. Das bedeutet, die Frauen entscheiden sich frei dafür, also sie machen das nicht, weil sie sich eingeschüchtert fühlen würden oder so, das ist auch gut untersucht, man hat das ja genau untersucht, warum das so ist, sondern das ist eine freie Entscheidung. In der Psychologie, da gibt es ja die berühmten Big Five, also das ist Verträglichkeit oder Unverträglichkeit,
Die Unverträglichkeit ist bei Männern geringer ausgeprägt, das heißt, sie sind da schneller unzufrieden. Die Verträglichkeit ist generell bei Frauen höher, das ist sozialpsychologischer Tatbestand, das ist einfach bei Frauen so da. Warum das so ist, wäre dann eine weitere Frage, aber die Verträglichkeit ist höher. Stand unserer Gesellschaft 2022, ja? Das ganze 20. Jahrhundert über, die Big Five gibt es ja schon länger, die psychologischen Experimente gibt es da auch schon länger. Diese Verträglichkeit ist bei Frauen offenbar generell stärker ausgeprägt, was ja gut ist. Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum es unter ihnen weniger Gewalttäter gibt. Du weißt, was das heißt, Verträglichkeit? Mhm. Das heißt, dass man generell mehr achtet auf Harmonie, geringe Reibung, dass man gut zurechtkommt mit dem sozialen Gewebe. Männer sind aufgrund ihrer geringeren Verträglichkeit mehr auf Konflikt aus. Auch die Kontaktknüpfung, das Netzwerken ist stärker ausgeprägt als in einem kompetitiven Verhalten. Ist natürlich so eine Sache, kann natürlich beides eine Vernetzung hervorrufen, aber letztlich ist dann die Frage, was wirft dann am Ende Geld ab und was nicht. Was ich auch interessant fand, das ist auch so eine Studie gewesen, die vielen vielleicht nicht in den Kram passt, wenn sie das hören. Das ist das Sozi-Panel, das macht das jedes Jahr. Das ist die größte deutsche Studie, die es gibt, ist hochgradig anerkannt, von dem renommierten Soziologen Schröder geleitet. Kann ich auch verlinken. Und zwar Lebenszufriedenheit. Okay. Und das ist die, dass die Lebenszufriedenheit bei Männern steigt, je mehr sie arbeiten. Also auch in Familien, wohingegen das bei Frauen nicht der Fall ist. Dass es bei Frauen nicht unbedingt steigt, wenn man mehr arbeitet, besonders wenn man Kind hat und Familie, und das sind jetzt Familien gewesen, also Mann und Frau mit Kind. Das hätte mich nicht gewundert, weil ich könnte mir das für mich jetzt nicht vorstellen, wenn ich Vater wäre. Also ich kann mir das generell nicht vorstellen, Vater zu sein, aber wenn ich mir das vorstelle, würde ich schon meinen, dass doch schön ist, je mehr intaktes Familienleben oder Familienleben auch da ist, ne? Also dass man nicht abgehalten wird davon durch die Arbeit. Deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass es bei den Frauen nicht so ist. Aber mich hat das sehr gewundert, dass es bei den Männern, den Zahlen nach jedenfalls, wir reden jetzt nur von den Zahlen, so zu sein scheint, dass die Tendenz ist, je mehr sie arbeiten, desto höher ist die Zufriedenheit. Ich habe allerdings nicht über Genderismen letzte Woche geschrieben, sondern über Bewusstsein. Und da haben sich vor mir sozusagen Abgründe aufgetan. Wenn mir dann Genderismus-Gedanken kommen, dann schreibe ich mir immer dann so in Notizzettel. Dann kann ich hier aufhören zu schreiben, dann mache ich die Rückseite auch immer. Und manchmal ist mir von Ukraine-Krieg noch was reingekommen. Klar. Dass Kriege nicht geführt werden, weil wir uns aus in der Regel mehr wirtschaftlichen als politischen Gründen für sie entscheiden, sondern weil wir die Technik produzieren, die sie ermöglichen. Wir beginnen lieber überflüssige Kriege, als unser militärisches Gerät ungenutzt herumstehen zu lassen. Das ist tatsächlich so, da gibt es auch Studien dazu, dass wenn etwas vorhanden ist, dann wird es auch eher genutzt. Und dazu gehören halt auch Waffen. Mhm. Das habe ich mir von dem Hintergrund nochmal notiert gehabt, weil ja jetzt alles so fröhlich Ukraine Waffen liefert. Generell, wer ist nicht dagegen, mehr Waffen zu produzieren und jetzt auch die Aufrüstung für Deutschland und statt 50, 70 Milliarden im Jahr, also 2% Bruttoinlandsprodukt, bislang wären nur so 1,5 ungefähr, für Rüstung. Das ist natürlich per se, kann man ja nur dagegen sein, das ist ja doof. Aber jetzt in der Lage, gleichzeitig, wer kann nicht dafür sein, dass wir das jetzt trotzdem machen und den sterbenden Menschen in der Ukraine Waffen liefern? Natürlich machen wir das und das ist da auch nur meine volle Zustimmung. So wie ich auch nicht per se sagen würde, man sollte die Leute zum Impfen zwingen, sondern ich war immer für Aufklärung, weil ich ja auch weiß aus der Impfgeschichte des 20. Jahrhunderts, dass es viel effektiver ist, auch Impfkampagnen zu machen, als wie im 19. Jahrhundert Impfzwang. Mhm. Dass wir diese 70 Milliarden dann nicht in Waffen investieren, weil wir anerkennen müssen, dass andere auch Waffen produzieren und wir nicht unbewaffnet bleiben können, sondern dass wir diese 70 Milliarden lieber in Friedenspolitik investieren, die dann zum Effekt hat, dass andere weniger Waffen produzieren. Also dass ich halt schaue, ich investiere das Geld, aber nicht darin nur, um mein eigenes Land abzurüsten, sondern zu schauen, dass alle abrüsten. Hm. Wir haben ja jetzt mit der Corona-Seuche auch den Fall oder auch vielen vergangenen Seuchen und immer wieder. Wir können hier unser Gesundheitssystem, unsere Hygiene und so weiter noch so gut machen. Das ist halt keine isolierte Geschichte. Gesundheit lässt sich nur global denken und Seuchen demonstrieren uns das. Also das ist dann halt auch immer ein weiterer Beleg für, es kann nicht anders gehen. Public Health ist der einzige Weg. Und genauso ist es beim Krieg. Da gehören immer mehrere zu. Dieses Denken immer in Ländergrenzen und so, das ist wirklich schlimm. Wir brauchen dieses globale Bewusstsein. Womit wir dann auch wieder beim Bewusstsein wären. Wir haben diesen Seuchenwandel, wir haben diesen Klimawandel, wir haben diese vielen Probleme und man würde ja meinen, wir brauchen ein anderes Bewusstsein dafür. Ein Umdenken, wie man das so schön flapsig sagt. Umdenken, das wäre auch lustig, die Verbindung von Denken und Bewusstsein wäre auch nochmal zu diskutieren, wenn wir dann auch nochmal zu kommen.
Aber wir denken dann immer so an, ja, ökologisches Bewusstsein, globales Bewusstsein, bla bla bla. Aber wir fragen nie genau, was ist dieses Bewusstsein eigentlich? In welchem Verhältnis steht es zu unserer Sprache? Welche Rolle spielt die Sprache dabei? Und inwiefern spielt unser Bewusstsein überhaupt eine Rolle? Da gibt es auch viele Schichten. Übrigens war ich eben drauf gekommen, interessanter historischer Hinweis, weil ich ja eben auf Transgender und ihre Auffälligkeit und dass mich die 5% deswegen verwundern gekommen bin. Zumal sie sich ja nicht selten auch anders kleiden und optisch anders herrichten. Und so ist ja ganz wichtig, auch für die Identität. Ich habe mal einen großartigen Essay, ist schon ganz alt, aber richtig super, über Kleidung und Identität gesprochen. Der war gut. Der ist in derselben Zeitschrift abgedruckt, in der auch die Käsekolumne abgedruckt war. Verlinke ich auch. Im Absolutismus, da haben Männer ganz normal Strümpfe getragen. Da haben die sich angezogen, da würden heute so Klischee-Macker-Kerle sagen, was das für ein verschwuchteltes Kleidung, Optik, so, ne? Oh, verbundenes Wort benutzt. Mode ist so eine Sache, da muss man nicht mitgehen oder man kann vollkommen darin aufgehen, aber interessant ist es allemal. Also wenn biologische Männer, die Gender-Frau sind, also Gender-Frauengeschlecht oder Gender-Identitätsfrau, aber als Mann zur Welt gekommen, wenn die jetzt Kleidung tragen, wie Röcke oder Schuhe mit hohen Absätzen und solche Sachen, oder geschminkt, die Männer im Absolutismus, wie die geschminkt waren, bis unter die Schnürsenkel. Richtig krass. Ich war übrigens auch geschminkt. Ich habe mich immer mit Kajal geschminkt damals. Ich war so Dark-Romantik-Style. Da habe ich dann mich immer schwarz geschminkt. Das war mir Jacke wie Hose. Mich regt das eher an. Ich habe da sogar Respekt vor, weil ich halt aus eigener Erfahrung weiß, wie sich das anfühlt, wie die Blicke über den eigenen Körper wandern und einen wirklich die ganze Stadt anguckt, wenn man irgendwo durch die Fußgängerzone läuft. Was ich deswegen umso irritierender finde, wenn das etwas ist, woran sich Menschen, in der Regel sind es ja Männer, stoßen, wenn die gegen Transgender sind. Da gab es ja jetzt kürzlich eine große Debatte im Bundestag, weil da haben wir ja einen, ja jetzt muss man ja sagen Politikerin, wenn man dieses Wort Politikerin denn akzeptieren will. Man hat ja auch früher nicht gesagt Schriftsteller und Schriftstellerin, sondern weiblicher Schriftsteller und männlicher Schriftsteller. Aber wie dem auch sei, wenn man das heute sagen will, dann kann man das machen. Da haben wir eben jetzt eine biologisch als Mann zur Welt gekommene Frau, die jetzt aber Frau-Gender ist oder Frau ist sozusagen, einen entsprechenden Namen angenommen hat. Also sie hat sich nicht umoperieren lassen, aber sie ist Frau sozusagen. Und hat einen Quotenplatz für Frau bekommen. Auch sie erhöht die Frauenquote sozusagen im Bundestag. Also sozusagen volles Programm. Und da gab es eine Debatte im Bundestag. Da hat sich eine Figur dran gestört und das mal so benannt. Und hat das auch sehr abwertend angemerkt mit der Kleidung. Ne? Komplett abwertendes Schießen sozusagen. Die Leute waren da, hat sich angefühlt, als wären die alle am Zittern. Die anderen haben dann geantwortet im Bundestag, als hätten sie gar keine Lust mehr zu argumentieren, sondern nur noch diese Genderfrau in Schutz zu nehmen. Das muss auch für diese Genderfrau halt ein Trauma gewesen sein, können wir vorstellen. Was ich umso trauriger fand, ist, dass die Differenzierung zwischen biologisch als Mann zur Welt gekommen, aber jetzt vom Gender, also von der sexuellen Identität, nicht vom sexuellen Geschlecht, Frau, dass diese Differenzierung, diese Unterscheidung, ja, die ja offensichtlich ist, ne, sie ist ja naturwissenschaftlicher Tatbestand, dass die von der Gegenseite, also die Leute, die sich dann gewehrt haben und die Transgender-Frau in Schutz genommen haben, das waren ja die meisten Politiker, dass diese Differenzierung gar nicht mehr vorgenommen wurde. Und das fand ich vor dem Hintergrund schlecht, dass es ist hier eine Sache passiert, die nicht in Ordnung war, schreiend eine Politikerin zu diskriminieren im Bundestag aufgrund ihres Gender-Lebensstils sozusagen. Das ist ja ein Unrecht gewesen. Aber dass sozusagen die Gegenseite genauso pauschal, undifferenziert reagiert hat und gar nicht mehr seriös, weil es ist ja bei solchen Sachen, wenn jemand rassistisch argumentiert oder sexistisch oder auch wenn jemand speziesistisch argumentiert, da ist es ja umso wichtiger, dass wir sachlich bleiben. Also dass wir nur bei den Fakten bleiben, dass wir sachlich die Dinge voneinander differenzieren, dass wir die Dinge dann auch klar auf den Punkt benennen, dass wir das deutlich kommunizieren. Und das können wir ja, weil es gibt ja keine Gegenargumente. Es gibt da in dem Fall ja nur undifferenziertes Denken und gerade sexuelle Identitäten, Volkmar Siegusch, Sexualwissenschaft, das ist eine unglaubliche Forschungsdisziplin, wie wir da Daten und Befunde haben und wie gut das erforscht, ist sehr beeindruckend. Also man kann da sehr gut auch in dem Bereich seriös antworten. Man muss sich nicht auf Ideologien verlassen, selbst wenn die eigene Ideologie gerechter sei als die gegnerische. Selbst wenn das so wäre, muss man das einfach nicht.
Und dass dann aber im Bundestag so hysterisch gegengeantwortet wird und die Leute sich einfach nur noch anschreien. Ihr gießt doch Öl ins Feuer. Das ist doch für diese reaktionären Leute noch mehr Bestätigung, dass sie dann sich noch unverstandener fühlen in ihrer privaten Metaphysik und die Gräben noch tiefer und größer werden. Da funktioniert es genauso jetzt wie beim Krieg. Die einen denken so, die anderen so. Und wir sind die Dämonen für Putin. Wie kann Deutschland diesen Terrorstaat Ukraine unterstützen? Das ist doch fürchterlich. Und wir denken, was ist das denn für ein Lügner, der hier Fake News verbreitet? Wir erscheinen wahrscheinlich mehr Grund zu haben, weil wir einfach freieres, auch journalistisches System haben. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also wir haben hier auch Propaganda, aber Putin hat da viel zentralisierter. Also wir haben aufgrund unseres allein schon Nachrichtensystems mehr Grund zu glauben, dass bei uns nicht nur Fake News da sind. Aber trotzdem, die Gräben werden tiefer. Also man versucht nicht, den anderen irgendwie nachzuvollziehen. Selbst wenn es ein Serienmörder ist, wenn ich Kriminologe bin, dann kann ich diesen Serienmörder nur finden, wenn ich mich in sein noch so krankes Hirn auch hineindenke. Das können nicht alle. Da muss man zu ausgebildet sein. Aber ich darf doch von Politikern erwarten, dass die sowas können. Gerade Politiker müssen doch jeden Tag mit den hanebüchensten Unsinn diskutieren. Da kann man doch erwarten, dass die dem gewachsen sind. Und dass das so die überfordert hat, das fand ich beeindruckend. Serienmörder finde ich ein super Beispiel, oder? Ich kann den nicht finden, wenn ich mich da nicht hineindenke. Quasi empathisch. Wir haben jetzt hier diese Beispiele schön, ne? Mit Ukraine, Krieg und Gender und auf Frauen- und Männerbilder. Viele Dinge. Also wenn man objektiv analysiert, klar sind die Emotionen höher gekocht als die Inhalte der politischen Themen. Das macht ja dann Politiker und auch die Politik sympathisch oder unsympathisch. Ich meine, wie oft haben wir uns auch gefragt, wie kann ein Politiker in der heutigen Zeit dies, das, jenes sagen? Da muss doch zumindest ein bisschen Empathie da sein, wenn man davon redet, ja, da ist ein Krieg, aber der geht uns nichts an, weil der ist ja nicht in Deutschland. Oder Corona ist doch gar nicht so schlimm, bei uns sind die Zahlen ja noch unten. Das sind halt alles Dinge, die ein Politiker, wenn er als Politiker wirklich richtig handeln würde, nicht sagen darf. Wenn du das zu deinem Beruf machst, musst du integer eine Position haben und deine eigenen Gedanken, Werte und Worte abmessen können. Manchmal ist es vielleicht dann auch besser, die Klappe zu halten. Und wenn man dann in einem Diskurs nicht mehr mit sachlichen Argumenten arbeitet, sondern mit Lautstärke, mit Emotionen, mit Seitenhieben, dann ist das eines Politikers in dem Begriff. Er ist ein Sprachrohr der Gemeinschaft, was ja Polis-Politiker sein sollten, nicht würdig. Das ist Max Weber, Verantwortungsethik versus Gesinnungsethik. Ich habe natürlich als Politiker eine besondere Verantwortung und auch Symbolpolitik zu betreiben, ganz gehörigem Maß in der Regel sogar. Und wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, als dein Beruf musst du auch authentisch dann sein können, in jeder Situation. Und natürlich, das sind Sachen, da kann man trainieren, muss man vielleicht sogar auch in bestimmten Angelegenheiten. Erfahrung ist wichtig, aber man muss wirklich dann objektiv reden. Und die ganze Störungspolitik im Bundestag ist natürlich auch noch eine ganz andere Sache, die auch immer mal wieder zu- und abnimmt. Wo es einfach darum geht, Redezeit zu klauen, Themen anzusprechen, wo Emotionen hochkochen. Das sind natürlich dann auch die nicht ganz angesehenen politischen Mittel, die man ergreifen kann, um zu verzögern, zu stören oder den Fokus abzulenken. Vollkommene Zustimmung, deswegen wundert mich das ja so. Die Gender-Debatte, die es da gab, ist ein sehr krasses Beispiel. Aber auch so überdeutlich, weil da war ja auch die Gegenseite nicht mehr objektiv. Die hat ja da nicht mal zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität unterschieden. Also da gab es ja überhaupt keine Objektivität mehr im Sinne von State of the Art, Sexualwissenschaft. Abgesehen davon, dass es eine extrem respektlose Veranstaltung war. Selbst wenn ich mich da nicht frei machen kann und aus irgendeinem Grund gegen irgendwas bin, wogegen man vielleicht nicht sein sollte, wie zum Beispiel gegen bestimmte Ethnien, bestimmte Religionen, ich habe da ja auch Selbstdiskriminierung schon erfahren, Behinderungen bestimmter Art oder Identitätsstilen oder Gender oder wenn man ein Männerfeind oder ein Frauenfeind ist.
Also selbst wenn da irgendwas bei einem vorkommen sollte, ja, ist das doch kein Anlass, mit einem anderen Menschen respektlos umzugehen. Also, dass man ihn diskriminiert oder so. Angenommen, ich käme auf Homosexualität nicht klar. Ich fände das irgendwie komisch für mich. Ich würde doch niemals einen Menschen, mir gleichwürdigen Mitmenschen, der jetzt homosexuell ist, statt bi oder a oder tran oder hetero, den würde ich doch niemals anders behandeln als jeden anderen. Ich würde doch nicht unfreundlich zu dir sein oder den irgendwie ausschließen. Wenn ich bei irgendwas nicht über meinen eigenen Schatten springen konnte, was auch immer das war, also in der Regel hatte ich sowas nie, aber wenn das mal der Fall war, dann war das immer eine eigene Reflexion und dann habe ich mich irgendwann näher damit befasst und das dann überwunden und mich auf einen verträglichen Stand gebracht. Aber das hat doch nie einen Einfluss darauf, wie ich dann meine Mitmenschen behandelte. Also selbst wenn jemand, sag ich mal, ich bin jetzt Mitglied einer politischen Partei und habe da jetzt einen Vertreter einer anderen Partei, der jetzt das Gegenteil von meiner Meinung verkörpert, wir würden uns anschreiben, wir würden diskutieren, wir würden streiten, ohne Ende Debatte führen. Das ist politische Kultur. Aber ich will ihn doch nie persönlich, ich will ihn doch nie irgendwie gering schätzen oder so. Also das ist mir immer kontraintuitiv sondergleichen gewesen, wie da diese Assoziation bei vielen stattfindet, dass die aus ihrem Menschen- und Weltbild, wie auch immer das gelagert ist, automatisch ableiten, dass sie jetzt einen Menschen abwerten oder gering bewerten können gegenüber anderen. Dann musst du wirklich zum Kriminologen werden. Wenn du dir dann halt solche Studien anguckst, wie du sie eingangs vorgestellt hast, in denen über 50% sagen, sie wurden schon mal diskriminiert, sei es egal was. Ja. Der Wert eines Lebewesens, eines Mitmenschen, ist nicht ermittelbar. So bin ich erzogen worden, da gehe ich vollkommen mit dir d'accord. Ja, Biene, den gibt's nicht, weil das ist ja ein Kategorienfehler. Menschen haben ja keinen Wert, sondern sie haben ja eine Würde. Deswegen finde ich diese Wertkategorie auf Menschen bezogen so schräg. Das ist ja Grundlage unseres Menschenbilds, der Menschenrechte, unserer Verfassung, unserer Errungenschaften. Deswegen haben wir die Sklaverei überwunden. Also zum einen Würde, Unantastbarkeit, unheimlich wichtig. Jemanden würdevoll behandeln und ihm die Würde absprechen, sind Themen unserer Gesellschaft. Worauf ich hin wollte, ist das Wertschätzen deines Gegenübers. Da geht es nicht um Würde, sondern um deine Wertschätzung. Du kannst keinen Menschen bewerten. Man bewertet, was Menschen tun. Man bewertet, was Menschen sagen. Das kann einen Wert haben oder wertlos. Man bewertet Sachverhalte. Man bewertet keine Menschen. Eben. Aber dieses per se jemanden, weshalb auch immer, in Kontrast zu setzen, das ist mir persönlich unerklärbar. Aber wenn ich es mein Leben lang bei anderen sehe, muss ich mir natürlich die Frage stellen, woher kommt das? Ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, mein Leben lang, und auch beobachtet. Ich habe jetzt von mir gesprochen, wie ich empfinde, persönlich, wie ich wahrnehme. Ich habe natürlich hier auch, Kriminologie habe ich auch, Bücher. Wir haben im Zusammenhang mit Massentierhaltung auch schon darüber gesprochen. Es gibt bestimmte Areale im Gehirn, die für Empathie zuständig sind, die unter bestimmten Umständen ausfallen und so weiter. Da gibt es natürlich viele Hintergründe und ich kenne die auch. Ich kann es erklären, verstehen und erforschen. Aber nachvollziehen in einem empathischen, persönlichen Sinn kann ich es nicht. Das wollte ich damit sagen. Das verstehe ich. Was mich dabei immer wieder Unverständnis hervorruft, ist dann die Durchgängigkeit dieser Würdeabsprechung. Also wie viele in der ganzen Menschheit sich Feindbilder schaffen, sich abgrenzen gegenüber anderen, ihnen ihre Würde absprechen, ob einer oder mehrerer Charakteristika. Das ist ja nicht plötzlich heute ein Thema, sondern das zieht sich von Generation zu Generation durch und ist trotzdem unverständlich. Diese Feindbildpsychologie ist ja auch sehr ausgeprägt jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Natürlich, das feuert den Krieg ja an. Es ist jetzt zum Beispiel so, ich habe jetzt gestern mich viel um meinen Mitbewohner kümmern müssen. Der ist ja Data Scientist und hat sehr viele Kollegen auch in der Ukraine, die jetzt nicht arbeiten können. Und der ist sehr belastet, weil da viele, naja, du weißt, was die Leute in der Ukraine erleben zurzeit. Und das sind seine Freunde und Kollegen, die das zurzeit betrifft. Der ist sehr belastet, sehr belastet. Es gibt viele Ausfälle, da muss er selber auch mehr tun und so.
Und das ist schon sehr schlimm. Und der hat mich gestern nochmal so gefragt, was ich denn glaube, wie das so ausgeht, weil ich ihm auch schon berichtet habe, dass ich sehr so die internationalen Medien gucke. Das heißt, ich schaue mir einmal, was ist russische Berichterstattung, europäische, amerikanische Berichterstattung auch, die bemerkenswerterweise viel differenzierter und seriöser und objektiver zurzeit zu sein scheint, als die europäische und auch die deutsche. Das hat mich sehr überrascht. Putin ist ja zurzeit in einem Dilemma. Er kann jetzt nicht aufhören und zurückziehen, weil dann kommt er vor das internationale Kriegsgericht in Den Haag. Oder es gibt einen Putsch oder er wird von seinen eigenen Leuten ermordet oder die eigene Bevölkerung wird ihn ja gar nicht mehr ernst nehmen oder auch überhaupt nur anerkennen, wenn er jetzt einfach aufhört und abbricht und sagt, ich kann nicht mehr weiter. Andererseits, für die Ukrainer braucht man mindestens 1 Million Soldaten. Das wusste er, ist mit 200.000 einmarschiert, viel zu wenig. Warum macht er das? Also da gibt's ganz viele offene Fragen. Dann, wenn er jetzt mit Gewalt die Ukraine einmarschiert, müsste er ganz viele Soldaten hinterher schicken. Also da müsste er ganz viel machen. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, so wie es zurzeit aussieht. Also vielleicht Atomwaffen, da weiß er aber auch, dass die USA bereits gesagt hat, sie müsste reagieren und er könnte auch keine Atomwaffen, weil meinte mein Mitbewohner so, was ist denn, wenn er versucht gegen Europa und USA gleichzeitig mit China? China und Russland sind ja seit Ewigkeiten dabei, diese sogenannte neue Weltordnung, Russland und China, das sei das Jahrhundert für die beiden Länder und so weiter, dass die da deswegen jetzt zusammen Krieg führen, also China gegen USA und Russland gegen Europa, hat er diese Frage gestellt und das ist halt auch unwahrscheinlich, weil wir wissen ja auch, dass USA nie die Vorschriften beachtet hat und dass die immer mehr Waffen produziert haben und sich militarisiert haben, als eigentlich erlaubt war, also über die Grenzwerte hinaus und dass die auch gewährleistet haben, dass ein sogenannter Zweitschlag, Atomzweitschlag immer gewährleistet ist. Das bedeutet, Putin kann machen, was er will, er kann auf alle Knöpfe drücken. Zweitschlag wäre gewährleistet, das heißt, wer als erstes schießt, stirbt als Zweiter, das heißt, am Ende wäre eine ganze Welt kaputt, das wird Putin ja auch nicht. Alles unwahrscheinlich, alles unrealistisch, letztlich 2014 hat Putin schon mit Atomwaffen gedroht. Ist immer alles so durchgegangen, war auch nur eine Drohung. Trotzdem muss man es alles ernst nehmen. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Aber entscheidend ist doch das Dilemma. Wir haben jetzt diese Kluft. Da gibt's ja kein Zusammenkommen mehr. In vielem natürlich auch zu Recht, wenn man sich so guckt, was Putin veranstaltet. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber jetzt erstmal nur eine Feststellung, dass es so ist. Also da gibt's kein Zusammenkommen. Harte Fronten. Und das Problem, das ich da sehe, ist, wenn Putin jetzt in dem Dilemma ist, dass er nicht gewinnen, aber auch nicht verlieren kann, also nicht einfach abbrechen kann, aber den Krieg offenbar auch nicht einfach gewinnen kann, weil immer mehr nachgeschoben wird und es immer komplizierter für ihn wird. Und die Bevölkerung Ukraine ist sich auch viel mehr wert als befürchtet oder vermutet. Dann muss man dem irgendeine Option geben. Ich habe jetzt diesen Kriegsverbrecher und der will jetzt hier den totalen Krieg. Ich muss ihm doch irgendeine Option geben. Es geht nicht darum, ihm eine Option zu geben, weil man ihn anerkennen will oder das irgendwie gutheißen will. Sondern es geht hier darum, das sind halt Menschen, die in der Ukraine sterben. Und das sind auch Menschen wie wir, also Menschen generell haben die gleiche Würde. Aber hier ist es vielleicht für viele Leute auch noch persönlich nachvollziehbarer, weil das sind halt Menschen wie wir, die leben wie wir, die haben da genauso halt unsere Konsumkultur und alles. Die studieren wie wir hier rum und so. Die haben genauso diese offene Gesellschaft eigentlich. Also vieles läuft da auch nicht so wie bei uns. Aber da ist diese Nähe natürlich viel größer, als wenn es jetzt irgendein Volk in Afrika ist. Die Würde ist dieselbe. Jedes Menschenleben, das stirbt, das ist immer gleich schlimm. Aber ich meine jetzt damit, es müsste doch noch zugänglicher sein, so für Otto Normalverbraucher oder Kleinbürger, diese Leute. Ja, du sprichst ja genau das an, was auch mit hineinspielt, wenn du jetzt in den Nahen Osten schaust. Da haben wir schon seit Jahren gehört, Afghanistan, Syrien, Golfkrieg, das war alles weit weg. Es hat niemanden interessiert, der nicht involviert war oder der mit einem offenen Auge auf Politik guckt oder mit einem menschlichen Sozialverständnis sagt, ich will helfen, wie kann ich der Bevölkerung helfen, abseits von Politik. Das war alles weit weg. Während jetzt, wo es um die Ukraine geht, ist es plötzlich ein Krieg in Europa. Er ist vor der Haustür und damit natürlich emotional näher. Und da kann man natürlich dann auch verstehen, dass die Prioritäten scheinheilig gesehen plötzlich so verschoben sind. Es sind Menschenleben. Es ist schrecklich. Aber scheinbar geht es uns trotzdem näher als irgendein Krieg, irgendein Unrecht irgendwo anders auf der Welt. Und was mich an der ganzen Sache auch sehr zum Nachdenken bringt, ist, wie lapidar und trotzdem mit Angst behaftet, das will ich nicht absprechen, aber wie lapidar wir im täglichen Gespräch über den Krieg plötzlich über nukleare Lösungen sprechen. Das war ursprünglich hoch umstritten, als allerletzte Lösung aus jeglicher Hilflosigkeit geboren, eine Massenvernichtungswaffe.
um einen Krieg dadurch zu beenden, dass wir nicht nur Leid streuen, sondern auch Schrecken. Und jeder, der die Bilder gesehen hat von Hiroshima, sollte sich das auch wieder ganz schnell mal ins Gedächtnis zurückrufen. Das ist nicht einfach ein Politikum, das wir hier auf den Knopf drücken könnten. Oder dass wir den dritten Weltkrieg haben, der dann per Knopfdruck uns alle auslöscht. Sondern das ist ein Schritt, welche Seite ihn auch begeht, den wir nicht haben wollen. Es war auch witzig, mit welcher Gelassenheit man hier auf über Vakuumbomben auch geredet hat. Über die hat man auch recht gelassen gesprochen. Also ich weiß nicht, ob die meisten Leute wissen, was das für Bomben sind. Also der Schrecken sitzt den älteren Generationen durch Erfahrung in den Knochen, den jüngeren durch die Ungewissheit. Aber irgendwo haben wir in all diesen Gesprächen, ob das nun auf politischer Ebene oder menschlicher Ebene ist, vergessen, was Krieg bedeutet. Gut, was wäre jetzt der nächste Schritt? Ja, wie war das? Bleibt friedlich zu Hause und klärt alles diskutiv? Du, da gibt's keine Lösungen, die ich so sagen kann. Brillant, Biene, brillant. Einfach mal im Bett bleiben. Einfach mal nicht aufstehen. Da sähe die Welt viel besser aus. Stell dir mal vor, alle einflussreichen Leute würden mal eine Woche im Bett bleiben durchschlafen. Das tut dem bestimmt noch mal ganz gut. Stell dir vor, wie da die Balken, die Zahlen in vielen Bereichen in den Keller fallen würden. Also positiv. Aber nur, wenn sie es alle tun würden. Geht nur global. Gesundheitlich, kriegsmäßig. Eben. Ich glaube, das ist etwas, da kann sich jeder drüber Gedanken machen. Aber letztendlich müssen wir das Vertrauen haben, dass unser kollektiver Wunsch nach Frieden auch in denen, die handeln, erweckt oder angehalten wird. Großartiges Schlusswort. Solange es den Spillover-Podcast gibt, gibt es ja immerhin noch eine Bastion der Diskurskultur und des demokratischen We Agree to Disagree. Das war dann der Spillover-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr zugehört habt und ja, bis bald. Ciao, ciao.